Nun gut, man muss sagen, was die Umfragen angeht, da ist ja die FPÖ schon lange, lange in Führung. Dahinter gibt es den Kampf zwischen SPÖ und ÖVP um Platz 2. Und ja, danach kommen dann NEOS, die Grünen, und bei den Kleinparteien wird eben spannend, wer die 4%-Hürde schafft. Für Dominik Vlasny von der Bierpartei, a.k.a. Marco Bogo, schaut es ja ganz gut aus, dass er die 4% schafft. Etwas knapp dürfte es werden für die KPÖ, vielleicht auch zu knapp. Und ja, der Wandel, der unter dem Titel keiner von denen hier antritt, da kann man es überhaupt schwer abschätzen, denn möglicherweise entscheiden sich tatsächlich viele Menschen in der Wahlkabine dann einfach keinen zu wählen, was ja dann eben eine Stimme für den Wandel wäre. Im Wahlkampf auch ganz spannend natürlich immer die Werbung, in dem Fall von einem großen Möbelhaus. In dem Spot sieht man schon, wer da voraussichtlich dann im Nationalrat sitzen wird. Da hat man sich ja für die Großparteien und eben auch Dominik Vlasny entschieden mit dem unterhaltsamen Kinderlied im Hintergrund, dass sich jeder anpatzt. Ja, und Dominik Vlasny ist überhaupt ein sehr spannendes Thema aktuell. Er gibt ja nicht allzu viele Interviews, auch bei den Pressekonferenzen gibt er meistens nachher keine Einzelinterviews, aber die kleine Zeitung hat ihn sich jetzt geholt für eine Befragung, und da ist durchaus Interessantes nachgefragt worden. Zum Beispiel ist mittlerweile bekannt geworden, dass die Bierpartei gegen eine Reichensteuer bzw. eine Erbschaftssteuer ist. Auf das angesprochen hat Vlasny gemeint, prinzipiell ist es natürlich richtig, dass in Österreich der Reichtum ungleich verteilt ist, und man möchte das auch ändern bei der Bierpartei. Man sieht nur nicht, dass eine Erbschaftssteuer da strukturell was ändern würde. Das wäre seiner Ansicht nach eher eine punktuelle Lösung. Gefragt, wie man sich das vorstellt, hat er eben gemeint, man müsse dann noch evaluieren und diskutieren und schauen, wie man auf einen grünen Zweig kommt. Alles in allem läuft aber der Wahlkampf der Bierpartei relativ gut. Wir erinnern uns dann noch an ja, ziemlich erfolgreiche Geschichten mit der Plakatpräsentation. Es ist ja praktisch nur ein Plakat in jedem Bundesland aufgestellt worden. Das soll auch darauf hinweisen, dass man bei den Wahlkampfkosten durchaus sparen kann, wenn man will. Allerdings das Plakat in Linz, das ist nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen. Dort stand nämlich O Bier Österreich. Das hat der Fremdenverkehrsverein nicht lustig gefunden, hat eine Klagsandrohung geschickt. Aber das hat die Bierpartei relativ entspannt hingenommen und hat einfach jetzt ein neues Plakat erstellt, das nach Linz geschickt wird, und man wollte da niemanden auf die Zehen treten. Apropos auf die Zehen treten, da ist das Wahlprogramm der FPÖ momentan auch heiß umstritten, könnte man sagen, beziehungsweise wild umfedert, vor allem von Seiten der Kunst. Elfriede Jelinek und das Stück Burgtheater, das 2025 in Wien aufgeführt werden soll, eben im Burgtheater, das ja, sorgt jetzt für Gesprächsstoff. Das passt nämlich so gar nicht zum Wahlprogramm der FPÖ, die ja dann möglicherweise in der Regierung säße, wenn sie tatsächlich die Wahl gewinnt am 29. September. Ja, und in dem Wahlprogramm steht eben, dass woke Veranstaltungen wie zum Beispiel der ESC oder auch die Wiener Festwochen mal ganz genau unter die Lupe genommen werden sollen, und man sich überlegen sollte, ob man derartige Veranstaltungen überhaupt noch subventionieren will. Auch bei den Künstlern gibt es ja da im Wahlprogramm der FPÖ einige Punkte. Da werden zum Beispiel die sogenannten Staatskünstler angesprochen, die scheinbar nicht so viel können und eben nur wegen ihrer Gesinnung gut bezahlt werden. Gut, Elfriede Jelinek und einige der Mitwirkenden am Stück haben jetzt einen offenen Brief geschrieben, indem sie das Wahlprogramm der FPÖ ganz offen kritisieren und da tatsächlich auch Parallelen zum Nationalsozialismus ziehen. Da werden Namen genannt aus damaligen Zeiten, möchte es gar nicht wiederholen an der Stelle, aber da kann man davon ausgehen, hier wird es noch heiß hergehen im Wahlkampf, vor allem wenn der Gegenwind von Seiten der Kunst kommt, wo aktuell gesagt wird, man sei schockiert, wie wenig Künstler sich aktuell gegen dieses Programm stellen.